Die ist fast so groß wie ich. Ja, okay, ist auch nicht so schwer, ne? So lustig. Geil, oder? Der ist voll geil. Bleib bei mir, ne? Und wir sind wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir hier sein dürfen. Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind gerade angekommen und zwar im Ritz-Carlton. Wir nehmen euch mit. Wir sind nämlich hier in der Autostadt in Wolfsburg. Und zwar sind wir über 4 Stunden mit dem Zug gefahren, mit dem ICE. Ne, Lassie? Ja. Da ist mein Lassie. Und wir haben uns gedacht, dass ihr bestimmt wieder Spaß habt, wenn wir euch dran teilhaben lassen. Hier ist wirklich einiges geboten. Und zwar ist hier die zauberhafte Winterwelt. Ganz viele Buden sind hier. Man kann Schlittschuh fahren. Hier ist ganz viel Eis und künstlicher Schnee, was richtig krass ist. Und ich bin so glücklich, hier zu sein, vor allen Dingen wegen meiner Kinder natürlich. Ganz klar, ihr wisst ja, wie sehr meine Kinder Autos lieben. Die sind total autoverrückt. Also die wissen alles über Autos, sobald ein Auto, ein schnelles Auto vorbeifährt. Mama, das hat so und so viel PS. Mama, das kostet so und so viel. Keine Ahnung, mir ist ja sowas immer relativ egal. Hauptsache ich komme von A nach B. Und ja. Ich freue mich aber dann, wenn sie so begeistert sind und wenn ihre Augen quasi so strahlen. Und wir warten jetzt noch ganz kurz auf den Lucky. Der Max, der durfte diesmal auch mit. Der hat sich auch total gefreut über die Einladung. Ach, da ist schon der Lucky. Der hat sich auch einen Kinderpunsch geholt. Und jetzt gehen wir los. Wir erkunden jetzt die zauberhafte Winterwelt hier in Wolfsburg. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Und los geht's. Wir sind jetzt hier gerade in der Piazza. Das wollte ich euch mal ganz kurz zeigen. Und zwar sind hier auf dem Boden ganz viele Weltkugeln, ganz besonders schön für Kinder. Und hier oben, könnt ihr das sehen, ist ein riesiges Gestell, das eben auch die Weltkugel sein soll. Und was ich total spannend finde, ist, dass hier drüben überhaupt kein Schnee ist und hier ist Schnee. Ist das nicht geil? Also irgendwie ist es richtig cool gemacht, als würde es wirklich nur in der Autostadt schneien. Ja. Okay, wir gehen jetzt mal raus zu unseren Männern. Der Lucky, der hat sich jetzt gerade eine Pizza bestellt und wir gehen jetzt mal gucken, was es an den Buden noch so gibt zu essen. Wir haben nämlich einen riesen Hunger und ja, weiterhin viel Spaß. Hau rein, Schatz. Ja, sagen Sie das doch noch. Wir sind gerade mal kurz bei Porsche, aber nur kurz. Hier ist auch mein Traumauto. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Das Auto werde ich mir nie leisten können. Das weiß ich auch. Aber ich zeige es euch trotzdem. Tada! Da ist er. Nicht der, sondern der. Der Porsche Cayenne. Cayenne. Der Lucky sitzt gerade drin. Total süß. Lucky ist ein Traumauto hier. Gefällt's dir? Das gefällt dem Lassie besonders gut hier, das hier. Voll cool, sind die echt mega krass, oder? So, und jetzt geht's weiter. Es war natürlich schön bei Porsche, aber wie gesagt, unerreichbar, ne? Ja, jetzt gucken wir mal, was die Kinder so machen möchten. Und zu welchen Autos wir quasi jetzt gehen. Und hier drüben laufen alle fleißig Schlittschuh. So sieht es aus. Voll schön, oder? So schön, so gemütlich auch. Ideale Wetter heute, echt für die Autostadt. Richtig schön. Ganz toll. Ich zeige euch das mal hier. So. Schön, ne? Und da kommt mein Lucky. Wo wollt ihr jetzt hin? Wollt ihr zum Bugatti? Ja. Wo wollt ihr hin? Oder zu Lamborghini? Weiß nicht. Mal gucken, was die anderen sagen. Los geht's! Der Max ist auch mit dabei, habe ich ja gesagt. Servus. Wir gehen jetzt mal kurz hoch
Unser Zimmer ist nämlich fertig und ich wollte mir kurz noch einen dicken Pulli holen. Und wir schauen uns mal jetzt gemeinsam unser Zimmer an. Für den Papa und für mich. Und für dich nicht. Also. Los geht's. Na, wo ist er? Da. Da ist es. Yay! Also ich ziehe an. So, das Zimmer ist fertig. Kommt mit rein. Der Lassie hat uns gerade aufgemacht. Der Max hat das Zimmer noch gar nicht gesehen. Das zeige ich dem Max jetzt. Ich kenne es ja schon vom letzten Mal. Und der Max es nicht. Läuft. Es läuft. Voll schön, ne Max? Also, wir haben hier ein Zustellbett. Wir haben hier eine riesen Sitzlounge. Genau. Und jetzt kommen wir tada, zur zweiten Sitzlounge. Hier ist auch nochmal riesig. Kann man sich auch noch mal schön hinsetzen. So natürlich sieht das mit jetzt Fernseher. Aus. Mit Fernseher. Der zweite. Der zweite schon. Und jetzt laufen wir mal hier vor. Hier ist das Bett, das Ehebett für meinen Mann und mich. Max grüßt gerade die ganzen Leute. Grüße gehen raus. Ich bin Mr. Babs. Und wir haben eine wunderschöne Aussicht auf die beiden Türme und auf die Winter Wunderlandschaft mit Eis. Ja, auf jeden Fall ist es wunderschön mit dieser Aussicht. Und ja, so sieht das jetzt also aus. Das ist jetzt unser Zimmer. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal runter, weil wir ja noch Schlittschuh laufen möchten. Ja, du. Ich? Ja. Ich dachte, du auch. Nee. Du willst lieber Autos gucken, ne? Lamborghini und so. Also gut, dann gehe ich aufs Eis und die Kinder schauen weiter. Ach, vielleicht Autos. Eine LAN-Party mit drei Fernseher. LAN-Party, genau. Ich wollte euch ja noch die Bäder zeigen. Also hier hatten wir ja noch die wunderschöne Lounge. Und dann nehme ich euch jetzt nochmal mit. Man kann sich auch verlaufen. Zum Bad. Man kann sich auch verlaufen. Was auch da machst. Guck mal, wie groß das ist. Mit Badewanne, Dusche, Toilette, zwei Waschbecken und dem Max. Und drüben das Zimmer ist auch schon fertig. Da war eine richtig schöne Überraschung. Ich habe mich so gefreut für meine Kinder. Was ganz, ganz toll hergerichtetes und was ganz Persönliches, nämlich ein wunderschöner Brief. Da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Das war jetzt die kleine Roomtour. Wir gehen jetzt runter und der Max schaut sich Autos an. Richtig. Mit den Jungs. Und ich gehe mit dem Papa aufs Eis. Sind wir gut versichert? Gute Frage eigentlich. Am Ende gehen wir hier mit Krücken raus. Hoffentlich nicht. Wir klopfen mal auf Holz, hoffentlich nicht. So, also, lasst uns rübergehen zu den Jungs. Ach, wir haben hier drüben übrigens auch noch ein Gästebad. Ein Gästebad, sozusagen. Das ist echt der Wahnsinn hier. Also, wir gehen jetzt rüber. Hier ist die Geheimtür. Die Geheimtür. Rüber zu den anderen. Okay. Tada! Die Jungs gehen jetzt in den Pool. Mir ist es definitiv zu kalt. Ich wollte euch das hier mal zeigen. Hier hinten ist noch die Sauna und der Ruheraum. Sieht auf jeden Fall richtig edel aus. Voll schön. Wenn es nicht zu kalt draußen wäre, würde ich auch rausgehen. Aber wie gesagt, ich bin ja eher so eine Frostbeule. Hier ist auch voll schön. Und da draußen sind meine Männer bei der Kälte. Oh mein Gott. Aber die Kulisse ist doch der Wahnsinn, oder? So sieht es jetzt aus. Richtig schön. Jetzt müsste es nur noch wärmer draußen sein. Dann würde auch ich ins Wasser gehen. Die Show fängt gleich an. Ich bin krank. Es ist kalt. Egal, Max. Es gibt keinen Kalt. Es gibt nur schlechte Kleidung. Warum hast du dich nicht gescheit angezogen, Kind? Hast du wieder nicht auf die Mama gehört? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up.
Zur nächsten vollen Stunde mit unserer iShow Das alles ist Deutschland zu unterhalten. Bis gleich. Guten Morgen, Wolfsburg. Es hat geschneit. Beziehungsweise es schneit noch. Wow, voll schön. Ah, oh, da freuen sich jetzt die Kinder, wenn die das sehen. Cool. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir gehen jetzt zum Frühstücken. Ich freue mich schon. Ah, das ist immer so schön, ne? Wenn man in Hotels alles vorbereitet bekommt und nichts machen muss. Ja, das machen wir jetzt. Wir zwei, beziehungsweise die Männer, die sitzen schon da vorne. Wir haben noch einen Moment gebraucht oben. Und hier ist das Frühstücksbuffet. Schau. So sieht es aus. Und ich höre jetzt mal auf hier zu filmen, weil die Leute gucken. Also, wir frühstücken jetzt. Just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems I don't care. I can't wait till sundown, cause my body's aching. I just wanna dance. Gönn dir, Max. Schmeckt? Lecker? Danke. Ist gemein, ne, wenn ich dich filme, während du isst. Also hau rein, Schatz. Ich hol mir noch was. So, jetzt nochmal guten Morgen. Der Max sitzt gerade vor mir und macht Snapchat. Da ist er. Wir gehen jetzt Schlittschuh laufen und die Kinder freuen sich schon total. Ich bin sehr voll gefuttert, muss ich zugeben, aber es war so lecker. Oh, das war echt göttlich. Max, bist du fertig? ja, ich wollte euch noch ein bisschen was erzählen. Und zwar sind es ja über 6000 Quadratmeter Eislauffläche. Sorry, der Max. Ja, und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Buden, ich glaube 24, da gibt es ganz viele Leckereien, ganz viele Köstlichkeiten, die man eben essen kann. Man kann ganz leckeren Kinderpunsch und Glühwein trinken hier und es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Das Kraftwerk, das ist ja da drüben. Und die Schornsteine des Kraftwerks sind quasi als 4 Adventskerzen abends beleuchtet, was richtig schön ist. Ihr habt es ja gestern Abend wahrscheinlich schon gesehen, ich habe es euch schon eingeblendet. Und ja, wir gehen jetzt mal raus, wie gesagt, auf diesen wunderschönen Weihnachtsmarkt und essen noch ein paar Köstlichkeiten später. Um 16 Uhr geht dann unser Zug. Meine Männer sind noch unten und trainieren ein wenig, was auch richtig süß ist, wenn man die von hier oben beobachten kann. Gerade in Lissandro fand ich total goldig. Wir hatten eigentlich ein Fahrsicherheitstraining noch mit dabei, aber das ging jetzt nicht, weil es heute so doll geschneit hat, was natürlich richtig schön ist und das meine Kinder auch sehr gefreut hat. Ja, also, wir gucken jetzt mal, was meine Männer machen, ob die jetzt mal langsam hochkommen und dann geht's zum Schlittschuhlaufen. Da! Wir müssen die jetzt echt mal rufen. Und der Max steht da. Da ist der Max. Freust du dich schon auf Schlittschuhlaufen, Max? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber nicht ohne Pinguin. Aber nicht ohne Pinguin. Haben wir nämlich gestern nicht mehr geschafft, weil wir so viele andere Sachen noch gesehen haben. Mhm. Ja, aber jetzt gehen wir mal los, oder?
Ja. Und es gibt für Kinder auch noch verschiedene Workshops. Für die etwas kleineren gibt es einen Backkurs. Die können sich dann die Kekse auch mit nach Hause nehmen. Und für die etwas älteren Kinder gibt es auch noch eine richtig coole Möglichkeit, nämlich mit LEDs verschiedene Schriften so zu drapieren. Zum Beispiel, dass dann Merry Christmas rauskommt. Also auch eine richtig schöne Geschenkidee. Verschiedene Geschenke kann man auch in den Buden kaufen. Also man ist wirklich gut aufgehoben. Als Familienausflug vielleicht an der Abendkasse. Also ab 16 Uhr kostet es 7 Euro in der Autostadt. Da ist aber dann auch noch ein Gutschein für den Verzehr quasi beinhaltet. Also ihr zahlt quasi für den Eintritt gar nichts, weil die 7 Euro könnt ihr ja dann als Verzehr verwenden. Ja, finde ich richtig schön. Und die 4 Shows am Tag sind wirklich so, so zauberhaft. Ich habe es mir doppelt angeschaut, mit Max einmal und dann mit den anderen. Die waren ja noch in der Sauna und im Pool. Und dann habe ich es mir doppelt angeschaut und das war es wirklich wert. Also ich stand da davor. Es dauert 15 Minuten so eine Show. Es gibt 2 verschiedene und es war so schön, wirklich. Also mir standen die Tränen in den Augen, weil es so toll war, wirklich. Die haben sich da sehr ins Zeug gelegt und sehr viel Mühe haben sie sich gegeben. Ja. Und ja, das fand ich auch richtig schön. Ihr könnt euch hier auch Schlittschuhe ausleihen, habt dann die Möglichkeit, in dem Spind eure Sachen zu deponieren. Wir lassen sie jetzt hier im Hotel. Wir sind ja noch ein bisschen hier, bis unser Zug geht. Und der Luki wollte unbedingt ein bisschen rodeln. Es gibt nämlich auch so einen Hügel, da können die Kinder toben und Spaß haben. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Und das ist halt ein richtig schöner Familienausflug. Vielleicht ist es auch was für euch. Also es geht jetzt vom 1. Dezember bis zum 7. Januar. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Ausflug wert, jetzt gerade für die Familie, ne? Und meine Jungs haben ja eh Spaß mit Schnee und Autos, hier ja sowieso, ganz wichtig. Und ja, ich rufe jetzt mal meine Männer und dann geht's los zum Schlittschuhlaufen. Ich habe meine Schlittschuhe noch nicht angezogen. Weil ich irgendwie noch keine Lust hatte zu frieren. Und ich habe ja jetzt hier einen Chauffeur. Bin ich hingefallen? Ich habe Angst. Die gucken alle. Die Hilfe! Ich bin hoffentlich gut versichert. Luki, ich fall gleich bestimmt hin. Nein. Luki, wenn ich hinfall? Nein, nein. Luki! Ja. Pass auf die Mama auf! Ja! Ah! Ey, das ist ja wie Achterbahnfahren hier. Mein Mann macht sich kaputt. Wahrscheinlich alle anderen hier auch. Ja, so bin ich halt, was soll ich sagen? Scheiße! Es reicht, jetzt ist der Max dran. Gönnt sich jetzt erstmal einen Glühwein? Ja, schon. Na? Gestern war die Schlange, also hier gibt es den Glühwein. Bis da war die Schlange. E-Mail? Es geht, danke. Die eben riecht. Eiskunstläufer, die eben. Okay, also, dann. Ups. Da sind wir drin. Okay. Junge. Der Max kommt gerade aufs Zimmer nicht klar. Echt nicht. Das ist voll schön, ne Max? Ja. 3 Fernseher, kann man gleich eine LAN-Party machen. Perfekt. Da. Und die 4.